Grüß euch, da ist wieder eure Jemi. Und heute macht man Schokoladendochelos mit dunkler und weißer Schokolade. Ja, ich habe jetzt vom Vortag noch einen Kuchen über gehabt, so einen ganz einfachen Rührkuchen mit Schokolade und eine Schokoladenglasur war auch drüber und der Bino hat den jetzt schon zerbröselt. So, jetzt tun wir wieder unseren Frischkäse rein, weil der macht das Ganze so richtig schön batzig. So, und dann habe ich eine weiße Schokolade jetzt, also ich habe eine weiße Konfitüre genommen und die habe ich jetzt klar geschnitten. Bino, die kannst du auch gleich in die Schüssel da. Bino, wo bist du denn jetzt hin? Jetzt ist er fort. Mittendrin rennt er zum Händewaschen. So, die haben wir klar geschnitten, eine weiße Konfitüre. Kann man aber auch eine weiße Schokolade hernehmen. Und das tun wir jetzt in unseren Teig mit rein. Und der Bino, der matscht den jetzt wieder gescheit durch, damit er richtig schön fluffig wird. So, der Bino, der hat jetzt da schon den fertigen Teig gemacht und jetzt wird er den einmal formen. Und das Ganze wird gewälzt in weißer Schokolade, die geraspelt ist. Ja, eine Konfitüre habe ich hergenommen und die drehen wir jetzt da drin. Und das ist natürlich ganz was Gutes mit der weißen Schokolade außenrum. So, unsere Schokoladendochelos, die haben jetzt fertig. Und wir machen uns jetzt einen schönen Kaffee, sitzen uns auf Terrassen. Und wir werden es genießen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eure Jemi.